Erik Stein und Christian Reuter müssen jetzt auf dem Kölner Wochenmarkt einen handfesten Streit schlichten. Ich hasse Fisch. So, hallo, schönen guten Tag, die Polizei. Lassen Sie mal bitte den Fisch in Ihre Box. Und stellen die Box mal da rein. Was ist los hier? Was ist denn hier los? Ich hab angerufen. Warten Sie mal bitte ganz kurz. Wir fangen erst mal mit Ihnen an. Pass auf, da ist Fisch. Was ist los mit Ihnen? Er beschuldigt mich, meine Remouladensoße wäre schlecht. Er hätte sich da dran einen Zahn ausgebissen, weil da irgendein Stein drin gewesen wäre. Das stimmt nicht. Darüber kann man bestimmt reden. Das ist ein Missverständnis. Kann es denn auch anstatt ein Stein irgendwie ein Knorpel oder ein Gräte gewesen sein? Das kann nicht sein. Wir kontrollieren jeden Morgen. Wir kriegen jeden Morgen die Ware frisch. Fische. Ich habe den Stein hier auf der Hand liegen können. Nochmal. Da habe ich drauf gebissen. Und das ist mein Zahn. Und da kostet 1500 Euro so ein Implantat. Ja, da muss ich selbst. Ich will das Geld haben. Das ist ein Schmuck, das ist ein Schmuckstein, oder was? Bei uns ist immer alles frisch, das kann nicht sein. Aber doch nicht für unsere Remouladen. Entschuldigung, wenn ich was sage. Ich hatte vorhin einen Fisch bestellt. Der hatte einen widerlichen Beigeschmack. Ein widerlicher Geschmack. Remoulade ist schon gut. Der Fisch oder die Soße? Der Fisch oder die Soße? Die Soße war unwahrscheinlich schlecht. Da muss was verdorben gewesen sein. Das ist hundertprozentig, ja. Die Qualität generell hier in dem Laden wird immer schlimmer und die Preise immer höher. Eine Unverschämtheit und eine Zumutung. Und ich werde Anzeige erstatten, auf jeden Fall. Ja. Das können wir gleich erstmal vorhaben. Was hat Sie denn dazu bewogen, den Herrn mit Fisch zu bewerfen? Es geht einfach darum, unser Sohn ist hier in der Bude, der vertritt uns. Wir haben noch ein Geschäft außerhalb. Er hat uns angerufen, weil er irgendwer hier Randale gemacht hat. Sind wir angekommen und da fing er auch meinen Sohn an zu beschimpfen an. Ich habe mir... Ja, Entschuldigung. Ist das diese Soße, wo ich von sprechen? Ich nehme es jetzt mal an. Ich weiß es noch nicht, weil wir gerade erst angekommen sind. Wo ist Ihr Sohn denn? Ja, wo ist der Tim denn? Also schon das letzte Gehen Sie mal rein. Gehen Sie mal rein. Da fehlt aber ein Eimer. Wir haben normalerweise zwei Eimer stehen, aus denen wird umgefüllt. Ja. Warum ist der jetzt runtergefallen? Weiß ich nicht. Jetzt habe ich nicht wirklich viel Ahnung von Remouladensoße. Ja. Ja, ich finde, die sieht auch jetzt ein bisschen komisch aus schon. Nein, also unsere Soße ist total frisch normalerweise und die riecht dann auch so. Also die ist auch heute Morgen erst frisch gekommen. Ja gut, aber wenn Sie jetzt selber dran riechen und merken, da ist kann ja auch was sein. Das kann aber dann auch nicht von uns sein. Aufklärung erhoffen sich die Beamten von der Aussage des verschwundenen Sohnes. Als sie ihn antreffen, wird klar, offenbar hat sich gerade eine weitere Straftat ereignet. Hier liegt ja auch nochmal so ein Pott. Guck mal hier. Ja. Hallo? Hallo. Was ist Ihnen denn passiert? Er hat mich überrumpelt. Wer ist denn er? Der Dieb. Der Dieb? Was für ein Dieb? Was ist denn geschehen? Brauchen Sie einen Arzt erst einmal? Nein, das ist nur der Schock. Was ist denn passiert? Erzählen Sie mal. Ja, ihr habt euch da so gestritten und ich habe gesehen, wie einer in unseren Wagen rein ist und den Remouladen. Halter rausgeholt hat. Ja, die lag auf dem Boden. Ja, da liegt er an. Ja, hier. Ich verstehe das nicht. Pass mal ganz kurz, wenn Sie zu sich kommen jetzt. Sie waren im Laden heute. Richtig, ja. So, und da hat der eine Herr, der sich jetzt einen Zahn ausgebissen hat, der hat bei Ihnen ein Fischbrötchen bestellt. Ja, genau. Also und wann haben Sie denn die andere Person gesehen? Wann? Davor oder was? Nein, das gerade eben, als ihr, nachdem ihr da wart. Die hatten sich schon gestritten und ich stand abseits und hab zugesehen. Und jemand ist in den Laden rein und mit dem Halter wieder rausgerannt. Ich bin ihm gefolgt und konnte ihn aber nicht einholen und hab ihn dann. Und dann hat er das fallen lassen. Genau, und er hat. Da lag nämlich Schmuck, guck mal, nämlich was? Handschuhe. Hast du gerade Handschuhe? Ich hab Handschuhe dabei, ja. Guck mal, da liegt nämlich Schmuck drin. Ja. Und wo ist der hin? Wissen Sie das? In die Richtung wieder abgehauen. Das ist genau, den füllen wir immer. Ja. Können Sie denn sagen, wie die Person aussah und in welche Richtung der weggelaufen ist? Ob der noch was dabei hatte? Die Jacke, blaue Hose, der hatte nichts dabei, nur die Remoulade. Und den hat er jetzt hier fallen lassen? Mit lange Haare, ja. Mhm. Und in welche Richtung ist er gelaufen? Hier, um den Wagen wieder rum. Erik Stein und Christian Reuter folgen der Spur aus Remouladensoße. Nach nur wenigen Metern stellt sich heraus, weit ist der flüchtige Täter nicht gekommen. Hasten? Hasten?
Leg dich hin. Scheiße. Hast du? Alles klar. Zweiten Arm auf dem Rücken. Das ist Zeit, ich hab. Steht das alles nicht? Boah, stinkt das, ey. Ich hab ihn so ekelhaft. Behalten Sie sich bitte ein bisschen ruhig, sonst wird's wehtun, klar? Wie wird uns da immer die Remoulade, aber... Dann kriegen wir unser Fisch und das Remoulade, jeden Tag neu. Ich verstehe das nicht. Einmal auf den Poppes setzen, kriegen Sie das hin? Oh. So. Und einmal. Komm, pack den direkt hier weg. Was ist los mit ihm? Sie kennen den. Ja, das ist unser Soßenlieferant. Liefert auch unseren Fisch. Ja. Warum laufen Sie denn weg? Geklappt. Was ist denn los? Kommen Sie doch hier vorne mit rüber. Ich hatte Angst, keine Ahnung. Sind Sie so auf mich zugekommen? Wer, wir? Ja, ja. Nee, Sie sind weggelaufen. Aber sind Sie so beschmiert mit Remoulade? Ich beliefer die mit Soßen. Ja. Und die war schlecht. Ich wollte die einfach nur. Wer sind Sie denn wieder überhaupt? Zurückholen. Das kann doch nicht sein, Gustav. Wer sind Sie? Ich bin Gustav. Nein. Haben Sie einen Ausweis dabei? Ja. Wo denn? In meinem Portemonnaie. Aber Sie haben doch vorher mit uns Ihr Sohn aus. Jetzt? Ihr Sohn ist hier. Ja. Sie haben doch vorher Probleme mit ihm gehabt. Ja, ich wollte nur die Soße holen und der schmeißt mir direkt... Ja, holen, weil da was drin ist. Ja, der schmeißt mir direkt einen Geldbeutel drin. Ja, weil in dem Eimer mit der Soße was drin ist. Da ist nichts drin. Natürlich. Der Lieferant bestreitet vehement, etwas mit dem Schmuck in der Remouladensoße zu tun zu haben. Als Erik Stein weitere Informationen von der Leitstelle bekommt, wird klar, warum. Also momentan nur Altbestand. Der Altbestand beruft sich aber darauf, dass er mit illegalem Schmuck Hehlerei betrieben hat. Ja, besten Dank. Ende. Arbeit Ende. Chris? Ja, sofort. Er wollte noch was. Tut mir leid, Jens. Können wir Schwamm drüber machen? Ich meine, ja, Stammkunde. Ich komme auch weiter gerne, dass sich auf die Weise klärt. Tut mir auch leid, dass ich so reagiert habe. Aber wenn es um meine Existenz geht, ist man so. Ne? Ja. Wenn der Zahn gepflegt ist, bin ich wieder dabei. Ich habe aber Ihre Personalien trotzdem, weil Sie ja auch trotzdem Zeuge geworden sind. Und dann werden Sie angeschrieben. Ja, alles klar. Dankeschön. Ne? Was ist jetzt hier gewesen? Ich habe das jetzt nicht mitbekommen. Ich war jetzt am Trunk. Ja, er hat sich jetzt. Ich habe die Personalien aufgenommen von den beiden, von dem einen Zeugen, von dem Geschädigten, der mit dem Zahn. Da sich aber herausgestellt hat, dass er nichts dafür kann. Ich würde Sie bitten, mal eben Schritt beiseite zu gehen. Wir würden uns jetzt gerne. Da er nichts dafür kann, hat er sich bei ihm entschuldigt, dass er eben so ausfallend geworden ist. Ich habe die Personalien trotzdem aufgenommen, weil er ist halt immerhin Zeuge. Hm. Gut. Er sagt, er weiß nicht, wie der Schmuck da reinkommt. Ja. Ich sage auch nichts ohne meinen Anwalt. Nee, müssen. Ist in Ordnung. Wir sind auf jeden Fall erstmal vorläufig festgenommen. Wir nehmen Sie jetzt mit zur Dienststelle und dann klären wir das. Ne? Ich habe jetzt gerade noch mal über die Leitstelle in Erfahrung bringen können. Wir haben Altbestand bei Ihnen wegen Hehlerei, Schmuck. Ja. So, Feierabend, jetzt komm. Besser geht's. Gut, dann alles an, machen wir auf der Wache jetzt. So, ja, tun wir. So. Der Beschuldigte hat in den Soßeneimern offenbar gestohlenen Schmuck versteckt. Einen eindeutigen Beweis für seine Schuld haben die Beamten bisher jedoch nicht. Doch dann macht Erik Stein die entscheidende Entdeckung. Haben Sie noch mehr dabei? Nein. Sind Sie sich da ganz sicher? Ja. War das nicht so ein Stein, den du vorne hattest? Möchten Sie immer noch nicht sagen. Okay. Ich klau das Zeug in Juwelierläden und mach's sauber, versteck's in den Soßen und wollte eigentlich die Soße jetzt einem Kollegen bringen und hab halt die Flaschen verwechselt und die falsche Flasche hier abgeliefert. Und warum hat das so gestunken? Was haben Sie da mal in die Soßen mit rein? Weil die hat ja gestunken letztes Jahr. Das passiert denn durch den Schmuck? Doch, ich habe den ja poliert. Und da ist eine Polierpaste bei. Wahrscheinlich deswegen. Ja, ich habe ihn eben schon gesagt, Sie sind vorläufig festgenommen. Ja, haben Sie verstanden? Es stellt sich heraus, dass die Hehlerware ursprünglich für einen anderen Imbissbetreiber sein sollte, der den Schmuck weiterverkauft. Durch die Verwechslung der Eimer ist das Diebesgut im falschen Imbisswagen gelandet. Strafrechtlich sieht das jetzt so aus, dass der Herr Seifert sich verantworten muss wegen dem Diebstahl bzw. besonders schwerer Fall des Diebstahls und natürlich der Hehlerei.